Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, meine Damen. Wir sind auf dem Weg zu den Graubärten und sollten... Is it just me, or does it sound a little inappropriate when the guards tell people to stop lollygagging? Sophia. Schon so früh am Morgen mit diesen komischen Witzen unterwegs? Ich dachte, es seien hier mal noch mehr auf dieser Brücke gewesen. Ja, wenigstens das können wir mitgehen lassen. Sollten wir hier jedenfalls alles mehr oder weniger mitnehmen. Könnte auch sein, dass einige Körper von der Brücke runtergefallen sind. Die sind dann für... Ja, da unten ist was. Das sieht mir gefährlich aus, sich hier so runterfallen zu lassen. Haben wir hier doch noch die geschundenen Körper. Aber nichts, was tatsächlich von... Ihr könnt oben bleiben. Wir kommen wieder nach oben. Jedenfalls nichts, was sich lohnen würde, hier mitzunehmen. Naja, hoffen wir, dass wir hier auf unseren Wegen nichts Beunruhigendem begegnen. Obwohl ich es komisch finde, dass man die Straßen hier so unbewacht lässt. Der Bürgerkrieg, der absorbiert die Leute hier. Man hat keine Zeit mehr, um sich um die Sicherheit der Straßen zu kümmern. Was ich eine traurige Angelegenheit finde. Wir sind immer noch mit ziemlich einfacher Rüstung unterwegs, fällt mir gerade auf. Also wir haben weder groß irgendwelche, bis auf die Dwemer-Handschuhe, die ich gefunden habe. Aber das ist dann auch alles, was etwas nach mehr aussieht. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass gerade bei so Straßen und so Ecken irgendwas auf mich lauern sollte. Ich weiß nicht warum, aber dieses Gefühl habe ich immer. Das will mir nicht gefallen. Naja, wir sind ja zum Glück bis an die Zähne bewaffnet. Aufgepasst. Freund. Feind. Der Herr. Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelabt? Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Eure Haut. Die sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Seid ihr an irgendeiner seltenen Krankheit erkrankt? Ich bin einer der Befallenen. Ohne Periites Schutz wäre ich schon vor einem Jahr an dieser Seuche gestorben. Wohin geht ihr dann, wenn ihr infiziert seid? Ist es dann klug, durch das halbe Land zu stolzieren und jeden auf seinen Wegen anzustecken? Ich gehe zurück nach Hochfels. Unser Hirte ist vom rechten Weg abgekommen und ich fürchte, Periites Zorn wird all jene verschlingen, die bei ihm bleiben. Cash kann euch vermutlich mehr dazu sagen. Ich will nur so schnell wie möglich weg aus Himmelsrand. Periite also. Einer eurer Brüder, meine Göttin. Aber keinen, den ich unbedingt gerade begegnen möchte. Geht es wohl zu einer Art Grab hoch. Aber das liegt nicht gerade auf unserem Weg. Nein. Wir müssen ja nach Eiverstedt. Wollten dort endlich mehr über dieses Drachengeboren oder Drachenblut oder was auch immer lernen. Es könnte definitiv
von Vorteil sein. Endlich auch diese Kraft. Weil ich besitze diesen entwaffnen Schrei. Eigentlich eine interessante Vorstellung, dass ich jemandem seine Waffe aus der Hand schreie. Riften. Riften habe ich auch schon einige Sachen gehört. Soll ja eine Diebeshochburg sein. Oh. Was da drüben? Magier. Das sind Totenbeschwörer. An den schwarzen Roben zu entnehmen. Die Frage ist, ob wir uns mit ihnen anlegen wollen oder ob wir später mal vorbeikommen. Weil ich ehrlich gesagt mit Magiern mich gerade nicht anlegen will. Naja, solange sie da in ihrer Festung bleiben, können wir uns das später immer noch zu Gemüte führen. Wollen wir doch mal sehen, ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Riften. Eiverstadt. Okay, hier möchte ich auch nicht runterfallen. Da geht es weit, weit nach unten. Was? Eine Ratte. Na, Ratte! Ready my arm for a wish of death approaching. I always miss the people I break up with. I need to learn to aim better with my bow. We are not alone. Mehr Ratten. Shall we continue onwards? Ja, das können wir machen. Aber wo ist die Ratte hergekommen? Die sich irgendwo verkrochen? Ich war mir sicher, dass wir sich... Mara, give me thy strength. Oh, was ist das denn für eine? Na? Nichts da. Ich werde nicht... Ja. Ja. Bretonin. Gold. Ho! Na, aber hallo! Dann haben wir doch einen weiteren Teil des Sets, das ich unbedingt haben wollte. Schwere Rüstung. Müssten wir dann entzaubern. Interessant. Meine Stahlplattenrüstung. Aha, natürlich, weil sie noch verzaubert ist. Verlieren Rüstungswert. Also, dann habe ich eine Idee. Sophia? What's on your mind? Könnt ihr das für mich kurz aufbewahren? Huh, you're no fun. Ja, ja, ich weiß. Aber ihr habt... Ist eigentlich traurig, dass ihr die Stärkeren... Oh, ich habe das Falsche. Wollte mein nicht. Ah doch, das wollte ich euch geben, genau. Des Ritters habe ich ja noch an. Und die Nordhandschuhe. Sehr schön. Ich dachte schon, ich hätte meine Rüstung abgelegt. Also. Wir stehen hier also einfach so auf freier Flur rum. Versuchen einen hier anzugreifen. Aber es ist gut, dass wir das Set komplett haben. Dann würde ich nämlich gerne dieses Set irgendwie komplett machen. Oh. Kleiner Riften. Eiverstadt. Oh. Na, Meister Petz. Wie ist denn der Tag? Okay, diese Kreaturen sollte man nicht reizen. Schauen wir, ob wir an ihm vorbeikommen, ohne dass er uns angreifen will. Also, wir gehen an ihm vorbei. Ist in Ordnung, du bist nicht gut drauf, damit kann ich leben. Wir beide wollen... Einfach unseres Weges gehen.
einander nicht angreifen. Genau. Geht wohl nicht anders. Also. Oh. Das Bärenfleisch und den Pelz nehmen wir mit. Das Fett kann er behalten. Nicht gut. Aber ich wollte ihn nicht töten. Ich habe nichts gegen die Tiere der Natur, solange sie mich nicht angreifen. Ich habe ihm die Chance gegeben, nochmal umzudrehen. Aber das wollte er nicht. Er wollte dann doch angreifen, wenn ich ihm den Rücken zukehre. Das ist dann wiederum so ziemlich das Hinterhältigste, was man machen kann. Riften. Oh, gehen wir nach hier. Man who said women belong in the kitchen and should go back to their knitting. Soon at his words when I punched him into oblivion. Schon wieder diese Geschichte. I've been eating soup for quite a while after that. And I bet it wasn't a woman serving it. Ah. Ich frage mich, Sophia, ob ihr es eigentlich darauf anlegt, euch ständig mit irgendjemandem anzulegen. Und ich wäre dafür, wenn ihr euch ein bisschen benehmen würdet, weil es nämlich auf den Orden des Dornordens nicht sehr gut abfärbt, wenn man uns mit solchen Sachen in Verbindung bringt und ich das dann wieder ausbaden muss. Musste schon das letzte Malheur von euch ausbaden. Wo sind meine Handschuhe hin? Habe ich jetzt... Sophia? Was there something you wanted? Ja, darf ich nochmal schauen? Huh. You're no fun. Die wollte ich wieder zurückhaben. Habe ich nämlich meine Handschuhe. Also. Du willst es also. Dann her mit dir, du Affengesicht. Wollen wir daneben? Verdammte Bestie. Okay. Das lassen wir für die... Da muss der hier wohl mehrere... Also nach Ivarstadt geht's hier lang und nach Riften müssen wir nach hier oben. Hier wimmelt es von Bären. Ja, wir sind hier ziemlich in den Bergen. Da werden sie wohl irgendwo ihre Höhlen haben. Und sich gemütlich irgendwo eingenistet haben. Dennoch finde ich es unverantwortlich, diese Straßen hier unbefestigt zu lassen. Stellt euch vor, man wäre hier ein einfacher Händler und würde ständig... Noch eine Ratte. Ja? Elendiges Gesicht. Ich hasse dieses... diese Ratten auch. Dass man es schafft, eine ganze Spezies auszurotten. Aber diese Ratten, die kommen immer wieder. Das ist schon beunruhigend. Das würde die irgendeiner züchten. Und dann hier einfach frei rumlaufen lassen. Ich mag den Rift nicht. Das Problem am Rift ist, dass es das Habitat von diesen Ekelspinnen ist. Boah. Von der Gedanke an sie. Lässt mich erschaudern. Und dieses hügelige Land ist für mich auch nicht so praktisch, wenn man uns hier gut einen Hinterhalt legen kann. Mal auf die Karte sehen. Ah, wir sind auf gutem Wege. Definitiv. Oh, you owe me a serious foot rub for all the walking you've made me do. What do you mean it's my fault? Yes, okay, I may have agreed to it, but whatever. You still owe me a foot rub. Was zum?
Ich schulde hier niemandem irgendetwas. Beinbrecherhöhle. Oh, das sieht mir nach Totenbeschwörer aus. Naja, die wollen wir ausräuchern. Dürfen nicht überleben. Keine dieser Kreaturen darf hier überleben. Totenbeschwörer gehören. Wenn der Schrumpelkopf... Oh ja, wenn der Schrumpelkopf hier von einem Skiva nicht aus... Oh, Ratten. Weg. Ja, mir geht's gut. Aber wenn hier diese Ratten rumeiern, will ich gar nicht wissen, wer hier die Strippen zieht. Sind das Hexen oder sind das Totenbeschwörer, die hier hausen? Ist da jemand? Ja, ich bin hier. Und die haben Spinnen. Natürlich haben sie Spinnen. Da ist sie schon. Komm. Tötet sie. Sehr schön. Wollen wir doch mal. War wohl nichts. Autsch. Was heißt hier genug? Ja. Zurückkommen. Komm zurück. Feiglinge. Eine Hexe also. Das ist ein verdammter Hexenzirkel, der hier sein Unwesen treibt. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Oh, silberne Maske des Tribunals. Oh, eine Maske. Und die ist teuer. So einem Hexenzirkel entreißt man nicht sonst... Stab der Lähmung. Ja, damit. Stab der Lähmung. Ziele, deren Resistenz versagt, werden für 10 Sekunden gelähmt. Na, das gefällt mir doch. Aber Schwächlinge sind sie. Sind von uns davon gerannt. Das heißt aber, die Anführerin muss entweder eine Hexenrabe sein... Oder eine Hexe, die kurz davor ist, zum Hexenraben aufzusteigen. Beides will mir nicht. Schreck mich doch nicht so, du blöde Ratte. Okay. Ah, Fallen. Seelensteinfallen. Eine verdammte Verschwendung. Aber wir tun der Allgemeinheit hier einen Gefallen, indem wir das... Ach nee. Ekelhaft. Das heißt... Da war wohl nichts, du Ekelspinne. Komm hierher. Komm. Autsch! Ah! Direkt in mein Gesicht. Aber wenn die kleineren Kinder hier schon... drin sind. Nix da. Ich nehme eins dieser Ekelkinder. Ich müsste es einfach töten. Ah, die sind so ekelhaft. Das heißt aber meistens auch noch, dass irgendwo eine dicke Mutter haust. Und das ist das, was mir nicht gefällt. Ein Hexenrabe ist schon hässlich genug. Ja. Das hier ist definitiv die... Direkt ins Gesicht. Tötet sie. Überlasst das euch. Ihr macht das sicher gut. Es war aber nur eine kleine Spinne. Scheußliche Frostbite-Spinne. Ja, ihr seid alle hässlich. Ein Bandit. Wir waren also nicht die Ersten, die hier vorbeigekommen sind. Natürlich nur die Truhe gesehen mit Geld. Diese Hexen leben ja im Einklang mit diesen Scheusalen.
Naja, wenn dein Anführer ein Hexenrabe ist, dann kannst du nur... Okay, hier ist nichts. Immer mal wieder bei diesen eingesponnenen Sachen schauen. Jawohl. Denn hier sind überall Truhen versteckt. Guck mal hier. Okay, dann können wir einen Erstschlag machen. Ah, bin ich. Macht euch bereit. Ich bin es. Noch eine Hexe. Die Frage ist, wo ist der Hexenraube? Oder war das die Anführerin? Wasseratmung. Oh. Nehmen wir mal mit. Ich will zwar nicht unter Wasser atmen. Das muss ein riesiger Zirkel sein. Dennoch bin ich sicher, dass wir hier irgendwo auf einen Hexenraben treffen müssen. Dieses Gesindel wird stets von einem... Mal schauen, ob ich hier was sehen kann. Da ist ein Spirigan eingesperrt. Da hinten ist der Hexenraube. Verdammt. Der Hexenrabe kommt. Auf sie mit Gebrüll. Macht es tot, Ekelding. Ja. Sehr schön. Ja, damit. Noch eine Hexe. Gut, dass wir diesen Zirkel ausgeräuchert haben. Ja, dich haben sie sicher festgenommen. Dieses Ding lassen wir besser nicht frei. Ich will gar nicht wissen, was die hier für... Was war das? Ah, der Spirigan. Arkaner Verzauberer. Ich frage mich, ob ich meine Rüstung entzaubern soll, wenn wir schon mal hier sind. Wer weiß, wenn ich das nächste Mal so einem Verzauberer begegne. Sophia? Yes. Did you want some? Ja. Huh. You're no fun. Ich weiß. Gebt mir mal meine Rüstung zurück, die ich euch gegeben habe zum Tragen. Also, noch mal sehen. Sehr schön. Also, dann wollen wir mal schauen. Die Zwergenrüstung. Genau. Das lohnt sich gar nicht. Aber die Rüstung muss ich anziehen, sonst bin ich so ziemlich ohne. Ich trage zu viel. Dann kommen wir an die Zähigkeit Stahl. Dann wollen wir das noch entzaubern. Sollte ich nicht mehr zu viel tragen. Dich lassen wir hier in deinem Käfig zurück. Ich habe keine Lust, mich noch mit einem Spriggan zu prügeln. Keine Ahnung, was wir hier... Oh, eine Truhe. Blaudrachen-Ninjato. Ho. Des Abgrundes. Wollen wir doch mal sehen. Silbernes Katana.
Na, das sieht doch mal nach was Tollem aus. Ich trage natürlich wieder zu viel. Aber ich habe da noch was zum Entzaubern. Auch wenn es eine orkische Waffe ist. Ich wäre trotzdem dafür. Ein Blaudrachen. Ja, ja. Doch mal sehen. Ja, dem des Sieges. Ja. They do seem similar, except the Khajiits are more human. In der Räuberei. Sehr schön. You don't suppose a human and a saber cat. No. Hab ich immer noch zu viel? Was ist denn da so schwer? Silbernes Katar, ne? Ich möchte das eigentlich nicht loswerden. Aber die ganzen. Natürlich, Sophia. Wenn wir mal von diesem Sprigan weg, sonst kriegt er noch Zustände. Sophia? What is it? Möchte ich dir noch was geben? Huh. You're no fun. Ja, ist vielleicht besser so. Also. Ah. Natürlich, die orkische Kriegsaxt. Den Stab der Lähmung behalte ich mal, aber die ganzen Pfeile brauche ich nicht. Mein Katana behalte ich auch. Sehr schön. Somit sollten wir eigentlich wieder hier oben rauskommen. Das sieht gut aus. Naja. Was haben wir hier? Wo denn hier hin? Ah. Okay. Jetzt müsste ich nur noch den Ausgang wiederfinden. Ich glaube, wir sind von hier gekommen. Hier rein. Genau, war alles mit den Spriggan Wurzeln verziert war. Dann von hier. Nein! Ich finde den Ausgang nicht mehr. Das ist unfassbar. Wo bin ich denn? Ja, von hier sind wir ja gekommen, stimmt. Da war die Skiva-Schrumpfköpfe. Die einem schon. Oder? Ah, hier. Ich glaube, hier sind wir gekommen. Bitte sag mir, dass ich hier wenigstens nach draußen finde. Ja, das sieht gut aus. Ah, von hier. Hm, okay. Genau, hier ist der Ausgang. Sehr schön. Kurz die Orientierung verloren. Vielleicht finden wir noch einen netten Banditen, an dem ich mein neues Katana ausprobieren kann. Das wäre doch was ganz Schönes. Was ganz Feines. Du nicht, du bist nur ein Fuchs. Mit der lokalen Tierwelt möchte ich mich eigentlich nicht messen müssen, wenn es sich nicht verhindern lässt. Alchemists eat ingredients to learn how to make potions. That doesn't sound very pleasant to me. I mean, who in the right mind would eat a giant stone or troll fat? As for eating thistles and antlers, that sounds painful. Na, ich glaube auch nicht, dass das so einfach geht. Hilfe? Jemand muss etwas unternehmen.
Was denn los, junger Mann? Sind Sie fort? Wer? Seid ihr in Ordnung? Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Mein Lager ist in der Nähe, in den Ruinen von Nilheim. Wenn ihr mich sicher dorthin bringt, erhaltet ihr eine Belohnung. Na gut. Es ist gleich dort, über die Brücke und den Hügel hoch. Sind die ganzen Leute hin? Bin ja hinter euch. Ja, ja. Bin ja da. Ein Händler mit orkischen Pfeilen. Wir sind bald da. Ich kann das Lager schon sehen. Macht euch bereit. Ich traue dem nicht. Wartet hier. Ich hole nur eben eure Belohnung. Ist das aber eine Überraschung? Natürlich wusst's doch. Ja? Da ist einer mit einer. Tötet ihn. Oh! Na, kommt her! Autsch! Tötet diesen Sack! Hatte ich es doch geahnt. Elendiges Pack. Oh. Da hat sich aber jemand auf Gifte spezialisiert, hä? Orkischer Streitkolben. Ich glaube, der Streitkolben von Arvenir Stormsinger ist besser. So, wo ist der? Wo ist der Drecksack? Guckt, Catfish. Okay. Wo ist der? Wo ist der? Ihr habt den doch getötet, oder? Wo ist der Sack, der uns da belogen hat? Da ist er. Elendiger. Ich wusste, jemandem mit orkischen Waffen kann man nicht vertrauen. Noch ein Ork? Das muss der Anführer sein. Okay. Ihr wollt also einen auf dicke Hose machen? Dann wollen wir uns doch zusammen mal anlegen. Wo ist er denn? Kommt her. Und ich zeige euch. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. War wohl nichts, hä? Na. Ja. Ist das schon alles? Ja. Ha, so ganz ohne Waffe. Elendiger Bastard. Oh, eine Dwemer. If a guy found out his wife was Dragonborn, he wouldn't be best pleased. Men already constantly complain about being shouted at by their wives. I mean, can you imagine a dragonborn woman shouting at her husband? That would really give him something to complain about. Kann man wohl so sagen, Sophia. Dwemer-Axt. Das Zeug verkauft sich halt ziemlich gut. Auch wenn ich es nicht nutze. Ist es definitiv etwas Gutes. Das muss hier wohl so ein richtiges. Das muss hier so ein richtiges Business sein. Die haben hier sicher schon mehrere reingelockt. Und sie dann getötet. Aber doch mal das Geld. Her damit. Oh. Ein Dreschhammer. Haben wir jemanden Dreschhammer? Ich glaube, damit haut man so ziemlich jeden aus den Latschen. Viele Steine, sehr schön. Ja. Wo ist der Ritter? Oder die. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Wo ist sie denn? Oh, ja, sie wird schon aufschließen zu uns. Ah. Ich wäre dafür, Sophia. Nach so einem harten Kampf
werden wir uns hier erstmal eine Pause gönnen, denn ich bin ziemlich hungrig.